Grüß dich zu einem neuen Video. Heute soll es mal um die Vera Impactor Bits gehen. Gleich nach dem Intro fange ich mit der Vorstellung hier an. Ihr habt, während das Intro läuft, schon mal die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Ja, wie schon in den letzten Vera-Videos hier gezeigt, ein sehr hochwertiges Werkzeug von Vera, was wir uns hier gemeinsam angucken. Diesmal habe ich hier die Vera Impactor-Serie herausgesucht, ein Bitset der allerfeinsten Klasse. Liegt im Einkauf etwa zwischen 40 und 50 Euro. Man kann da aber auch gut mehr Geld für ausgeben. Das kommt immer darauf an, wo ich das Ganze kaufe. Ich kann euch sagen, die sind das Geld auf jeden Fall wert. Ich arbeite mit dem Set hier auch schon mehrere Jahre mit und bisher hat sich hier noch kein Bit ausgenudelt oder sonst irgendwas. Impactor nennt sich die Bit-Serie hier. Die gibt es auch von anderen Herstellern. Von Bosch ist mir das auch bekannt. Die heißen dann Impact Bits. Das sind spezielle Industrie-Bits oder eine spezielle Industrieserie oder die soll für die Industrie da sein, diese Serie, und verspricht eine extreme Langlebigkeit durch die verwendeten Materialien. Die Bits sind hier einzeln gehärtet. Und das merkt man definitiv. Wer schon mal mit Bits gearbeitet hat, mit Billigbits, der weiß tatsächlich, dass die sich dann irgendwann ausnudeln. Und wenn das dann natürlich dann die Schraube noch in Mitleidenschaft zieht, dann ist das natürlich besonders ärgerlich. Ich habe bei diesen Impact Bits hier noch nicht festgestellt, dass hier irgendwie mal irgendeiner abgerissen wäre oder tatsächlich vorne beschädigt ist. Und wie gesagt, ich nutze das hier schon wirklich mehrere Jahre lang. Schauen wir uns das Ganze mal an. Einmal die Verpackung hier von Vera bekannt. Sehr, sehr hochwertig gearbeitet. Sehr, sehr schön anzusehen. Sieht gut im Regal aus. Ich weiß, wir wollen damit arbeiten. Wir wollen nicht uns die Werkzeuge angucken. Aber ich bin der Auffassung, wenn man schönes Werkzeug hat, dann hat man auch ganz anders Lust, damit zu arbeiten. Man hat mehr Lust. Man freut sich über vernünftiges Werkzeug, über tolles Werkzeug. Also hier vielleicht sogar noch eine Geschenkidee für den ambitionierten Heimwerker. Wenn man nicht weiß, was der geschenkt kriegen soll, darüber freut sich definitiv jeder Heimwerker. Und ich denke, das ist im annehmbaren Preisbereich hier, je nachdem, was ihr verschenken wollt. Also denkt auch mal an sowas. Ja, wir machen die Verpackung jetzt einfach mal auf und schauen rein, was alles drin ist. Das ist ein 30-teiliger Satz. Ich verlinke euch den natürlich auch mal unten in der Videobeschreibung. Die Bits sind hier einzeln diamantbeschichtet. Das soll nochmal für extra Grip in der Schraube selbst sorgen. Wenn hier Diamantstaub ist, dann rutschen die natürlich nicht so schnell durch, als wenn das hier glatter Stahl wäre. Wir haben mit dabei einen Ringmagnethalter. Ihr seht, der ist hier schon stark gebraucht. Der soll natürlich dann dafür geeignet sein, um lange, starke Schrauben hier besser zu halten. Ich zeige euch das auch gleich nochmal, wie das Ganze hier funktioniert. Wir können den Ringmagnet dann etwas nach vorne klappen und dann hält das die Schraube nochmal zusätzlich fest magnetisch. Die Impactor-Bits versprechen, wie gesagt, hier eine enorm erhöhte Standzeit und sind tatsächlich auch Schlagschrauber geeignet. Ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr mit Schlagschraubern oder Drehschlagschraubern arbeitet, dass Bits und Schlagschraubereinsätze auch tatsächlich dafür ausgelegt sind, hier die Drehmomente tatsächlich abfedern zu können. Das ist hier der Fall. Die reißen euch nicht ab, wenn ihr ansonsten mit einem Billigbit hier für 50 Cent, sage ich mal, arbeiten wollt und den an einen Schlagschrauber einspannt, dann wird er euch sicherlich um die Ohren fliegen. Jetzt wird es natürlich Kommentare geben, die sagen, ich arbeite schon seit 20 Jahren mit dem gleichen Bitsatz aus dem Baumarkt von so und so und da gab es noch nie Probleme. Okay, ist eure Erfahrung. Ich habe definitiv andere Erfahrungen damit gemacht und ich bin mit diesem Satz hier völlig zufrieden. Ich kriege da kein Geld für von Vera oder sonst wem, dass ich euch das hier vorstelle. Ich bin davon tatsächlich überzeugt und ihr werdet auf dem Kanal auch nichts finden, wovon ich nicht selbst überzeugt bin oder womit ich noch nicht selbst gearbeitet habe. Wenn ich mal irgendwas nicht so gut finde, dann sage ich euch das. Ansonsten bildet euch bitte immer eure eigene Meinung dazu. Ihr seht schon, das Ganze kann man hier aufklappen und dann hinstellen, sodass man die Bits hier einfacher entnehmen kann. Wir haben hier auch nochmal die Möglichkeit, die einzelnen Lagen etwas abzukippen, dass wir hier, wenn wir ein bisschen größere Finger haben, so wie bei mir, dass wir das hier wirklich einfach entnehmen können. Zur Entnehmbarkeit muss ich auch wirklich sagen, das geht sehr, sehr einfach. Nicht so wie bei anderen Bitsets, wo man dann wirklich erstmal eine halbe Stunde wackeln muss, wo einem schon die Finger wehtun oder man sich an einem anderen Bit dann verletzt. Nein, ich kann den hier greifen und ich kann den ganz einfach entnehmen und ich kann den auch ganz einfach hier wieder einstecken. Das Ganze hält natürlich trotzdem fest, wenn ich hier klopfe oder
den auf den Kopf drehe, dann halten die Bits trotzdem fest. Also das ist hier genau richtig gewählt, in welcher Stärke die Bits hier festgehalten werden. Wie gesagt, hier dieser Bithalter gleich mit dabei. Der kostet einzeln, glaube ich, auch schon irgendwie 22 oder 25 Euro. Weiß ich nicht. Also wenn ihr den mal nachkauft oder einzeln kauft, da ist so ein Set sicherlich mehr Value. Ihr seht das hier. Schlagschrauber geeignet, Diamant beschichtet und Ringmagnet gleich mit dabei. Die Beschriftung hier auch sehr dezent gewählt. Wir sehen allerdings auf den Bits selber, wie gut die hier beschriftet sind. Wenn ich hier ein 20er Torx rausnehmen will, dann ist es einmal eine Farbmarkierung und zum anderen ist hier die 20 wirklich in großen Lettern aufgeschrieben. Da kann wirklich nichts schief gehen. Ihr seht das hier auch in den hinteren Reihen. Da sieht man jetzt schlecht durch die Kamera. Aber wenn ich das hier so aufklappe und dann reingucke, sehe ich genau, welcher Bit welcher ist. Und ich kann den dann zielgerichtet hier entnehmen. So, jetzt erkläre ich euch nochmal, was das hier mit diesem Ringmagneten auf sich hat. Und zwar habe ich jetzt hier einen 20er Torx-Bit schon mal in die Aufnahme hineingesteckt. Und wenn ich jetzt mit einer Schraube schrauben möchte, beziehungsweise die Schraube hier versenken möchte, dann kennt ihr das. Wir führen die auf. Das ist jetzt schon ein bisschen magnetisch, beziehungsweise die Spackschrauben, die halten auch auf den Bits. Aber die fallen uns natürlich dann bei kleinen Bewegungen natürlich auch hier runter. Oder wenn der Akkuschrauber ein bisschen schräg angesetzt wird oder. Wir müssen immer mit zwei Händen letztendlich arbeiten, um das Ganze zu fixieren, beziehungsweise dann tatsächlich dorthin zu bekommen, wo wir das hinhaben möchten. Das können wir hier mit dieser Ringmagnetaufnahme natürlich anders machen. Und zwar können wir das Ganze hier einfach nach vorne schieben. Das sieht dann so aus. Und dann ist das hier vorne magnetisch gesichert. Das heißt, die Schraube fällt uns hier nicht ab. Ihr seht das, ich kann das schütteln. Wenn ich den Ringmagneten wieder zur Seite packe, ihr seht, das fällt dann schon runter. Dann ist das natürlich so nicht möglich. Dann fällt uns die Schraube herunter. Wenn wir also eine etwas größere Schraube hier haben, können wir den ganzen Magneten hier nach vorne packen. Und schon sitzt das Ganze hier sicher drauf auf der Führung. Und wir können so die Schraube dann dorthin bewegen, wo wir sie dann hineinschrauben wollen, ohne dass uns die hier direkt vom Bit abfällt. Das finde ich eine ganz tolle Lösung. Habe ich auch schon sehr oft benutzt so. Das finde ich sehr innovativ und sehr hilfreich. Ja, was ihr mit diesem Ringmagneten natürlich noch anstellen könnt, wenn wir hier über Kopf arbeiten wollen, dann wissen wir, dass das definitiv hier eine Linie ergibt, dass das gerade reingeschraubt wird. Wenn wir das sonst etwas schief halten, ihr kennt das, wenn wir über Kopf arbeiten, dann steckt die Schraube hier vielleicht etwas schräg drauf und dann eiert die ein bisschen rum. Das ist hier nicht der Fall. Wir können die hier dann tatsächlich zielgerichtet gerade in die Decke hineinschrauben, je nachdem, was wir damit machen wollen. Also das funktioniert hier tadellos. Die Bits sind, wie gesagt, hier einzeln mit Diamant beschichtet. Das ist so ein kleiner Diamantstaub oder so ein ganz feiner Diamantstaub, der hier auf den Bits drauf sitzt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video erkennen kann. Weniger gut. Das soll letztendlich die Reibung hier etwas erhöhen. Das heißt, die Bits rutschen hier nicht so einfach heraus aus dem Schraubenkopf. Und wir haben natürlich weniger Ausfälle dann beim Überdrehen, speziell bei den Kreuzschlitz und bei den Inbusbits ist das natürlich hier etwas mehr vonnöten, als wenn ich hier die Torx-Bits hier nehme. Ihr seht, was alles mit dabei ist. Wir haben hier Philips, wir haben Posidrive, wir haben Inbus, wir haben Torx in der Größe 10 bis 40. 20er habe ich ja jetzt hier gerade drin. Ja, die Bits haben selber nochmal eine spezielle Torsionszone, das heißt, um das Drehmoment hier etwas abzufedern und um die Spitze zu schonen, sind die Bits letztendlich so geformt, dass wir hier speziell das Drehmoment auf den gesamten Bit lenken und nicht nur auf die Spitze zentrieren. Das bietet uns der Hersteller hier gleich noch mit an und das funktioniert tatsächlich auch tadellos. Das habe ich, wie gesagt, schon mit großen Schrauben ausprobiert, mit kleinen Schrauben. Ich bin mit dem Bitsatz hier rundum zufrieden. Hier ist noch so eine kleine Schnellstartanleitung mit dabei. Ich glaube, da fehlt schon irgendwie eine Hälfte. Nein, man kann es noch ausklappen, okay. Ich habe es auch schon kurz erwähnt, wir haben hier das Take It Easy Werkzeugfindersystem. Das heißt, wir haben hier eine Farbgestaltung mit an den Bits. Wir können uns zum einen an den Farben orientieren und dann zum Beispiel Posidrive hier von Philips unterscheiden oder von Torx. Auch wenn wir nicht direkt auf die Spitze gucken, sehen wir da schon jetzt vom Weiten, dass
zum Beispiel die hellgrünen hier Torx-Bits sind und greifen dann schon zielgerichtet auf die Werkbank. Wir müssen dann natürlich noch ablesen, in welcher Größe das Ganze funktioniert. Da sind die natürlich nicht extra nochmal in Farben unterteilt, sondern da steht ja wirklich sehr groß drauf. Wir brauchen dann nicht irgendwo am Bitschaft hier mühevoll lesen, welche Größe das ist, sondern nein, wir gucken hier auf die Banderole und wir sehen dann tatsächlich, was wir für ein Bit haben. Ich hatte ja schon mal einen Bitsatz vorgestellt, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Da hat man mir dann gesagt, ach, das war irgendwie ein Lidl-Teil, was in so einem Komplettwerkzeugkoffer drin war. Da hat man mir dann gesagt, ja, so eine Beschriftung müsste nicht sein. Man weiß ja, was das für Bits sind und man kann ja letztendlich auch auf den Schaft gucken. Da habe ich dann untergeschrieben, wenn ihr auf den Schaft guckt, dann müsst ihr aber erstmal gute Augen haben und natürlich auch sehr gute Lichtverhältnisse haben, weil das ist so marginal dort eingestanzt, dass das wirklich nur unter besten Bedingungen da sichtbar ist. Und für mich gehört es definitiv dazu, dass die Bits hier unterschiedlich kenntlich gemacht sind. Egal, ob das jetzt in dieser Form ist oder ob da noch PZ oder PH oder sonst was mit draufsteht. Für mich gehört das groß und lesbar zumindest auf den Bit geschrieben. Noch lieber hätte ich das, wenn das tatsächlich hier vorne mit aufgedruckt wäre. Hat sich letztendlich dann hier über das Farb- und das Zahlensystem auch erübrigt. Ich kann das hier super erkennen, was was ist. Dann brauche ich hier nicht nochmal eine extra Beschriftung. Aber wenn da gar keine Beschriftung drauf ist und ich das nur erahnen muss, was ich jetzt für ein Bit in der Hand habe oder erstmal 10 Bits in die Hand nehmen und dann sagen kann, das ist PZ2, dann hat der Hersteller irgendwas falsch gemacht, weil es kann nicht viel kosten, hier die Bits vernünftig zu beschriften. Ja, viel mehr kann ich nicht zu dem Bitsatz hier erzählen. Schaut euch auch die anderen Vera-Videos an. Ich verlinke euch die mal oben rechts im Eck und zur Sicherheit nochmal in der Videobeschreibung. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet und sage erstmal bis dahin.